Eine Wohnungsabnahme ist in den meisten Fällen mit sehr, sehr viel Papierkram verbunden. Es wird der Zustand der Wohnung notiert, dann werden alle Zählerstände abgelesen und aufgeschrieben. Sehr viele, viele einzelne Blätter sind dafür einfach mal auszufüllen. Bei der Wohnbau Prenzlau ist damit jetzt aber Schluss. Jetzt ist alles digital. Und wie das funktioniert, das gucken wir uns jetzt an. Seit Mitte des Jahres gibt es bei der Wohnbau Prenzlau die mobile Wohnungsabnahme. Damit funktioniert alles komplett digital. Vom Ist-Zustand der Wohnung über die aktuellen Zählerstände bis hin zur Schlüsselübergabe. Alles geht ganz einfach per Klick übers Tablet. Mit der mobilen Wohnungsabnahme konnten wir unsere Prozesse noch mal effizienter gestalten. Es ist keine Nacharbeit im Büro mehr notwendig. Wir können alles gleich vor Ort erledigen. Das heißt, wir schicken alles gleich per E-Mail weg. Der Mieter kriegt das Protokoll per E-Mail. Die Zählerstände gehen zum Abrechner und alles zusammen geht dann in unser digitales Archiv. Die vor Ort erfassten Daten, damit pflegen wir die Ausstattung, die sind direkt in unserem System. Die laufen direkt zurück und dadurch sind wir eigentlich immer aktuell. Die mobile Wohnungsabnahme erleichtert den gesamten Vorgang. Schnell und übersichtlich und das für den Mieter und auch Vermieter. Schönen Tag noch. Genau. Wir sind jetzt am Sonnenkap von Prenzlau angekommen. Auch wenn noch nicht so viel zu sehen ist, ist schon ziemlich viel passiert. Hier sollen in Zukunft Gebäude, Ferienhäuser und auch Zelte ihren Platz finden. Angestrebt wird ein 4-Sterne-Campingplatz. 5 Gebäude, 18 Ferienhäuser, fest installierte Zelttypen und etwa 240 Stellflächen für Wohnanhänger, Wohnmobile und Zelte sollen auf dem 105.000 Quadratmeter großen brachliegenden Grundstück hinter der Gaststätte am Kap entstehen. 2017 wurde dazu die CPG Campingplatzgesellschaft Prenzlau gegründet. Es ist ein gemeinsames Projekt der Stadtwerke und der Wohnbau. Danach konnte die Planungsphase starten. Nach dem Grundstückserwerb im Jahr 2018 folgten die bauvorbereitenden archäologischen Untersuchungen. Im April 2019 bekam der Campingplatz dann seinen Namen: Sonnenkap. Der Erhalt der Baugenehmigung im Oktober bringt alles Weitere ins Rollen. Nachdem wir jetzt die Baugenehmigung erhalten haben, wollen wir natürlich so schnell wie möglich anfangen zu bauen. Als erstes müssen dazu natürlich ein paar Gehölze weggeschnitten werden, dass auch Baufreiheit hier auf dem Gelände geschaffen wird. Und dann rollen die Bagger an und werden erstmal das ganze Gelände modellieren. Die Leitungen werden verlegt, Strom, Wasser, Abwasser. Und dann wird mit dem Hochbau begonnen. Und dann wollen wir hoffen, dass wir relativ schnell mit dem Campingplatz fertig werden. Die Campingplatzgesellschaft legt Wert auf großzügige Pflanzstreifen und befestigte Hauptwege. Eine Zeltwiese mit Grill, Sitzbänken, Tischen und Stromanschlüssen zählen auch dazu. Außerdem ist eine kleine Wellness-Oase geplant. Gehobener Standard, ja, da muss man sich erstmal fragen, was es auf dem Campingplatz bedeutet. Also das bedeutet eigentlich nur, dass wir eine gewisse Stellplatzgröße erfüllen, dass wir diverse Strom-, Wasser-, Abwasseranschlüsse dort vorhanden haben, dass wir einen gehobenen Standard im Sanitärgebäude haben, dass die Gäste sich dort wohlfühlen und auch als kleines Highlight unser Saunagebäude, was für die Gäste und auch für die Prenzlauer dann offen steht zum Wohlfühlen. Es liegt also noch jede Menge Arbeit vor den Projektbeteiligten, bevor die Zelte dann tatsächlich aufgestellt werden können. Wir werden das Baugeschehen natürlich weiterhin begleiten und als nächsten Punkt gibt es natürlich den ersten Spatenstich in den kommenden Wochen. Bis dahin, tschüss und machen Sie es gut.